Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil der Pressekonferenz nach dem zweiten Spieltag. Die SG Dynamo Dresden spielt 1:1 beim HSV. Bei mir sitzt unser Cheftrainer Alexander Schmidt und ich würde dich, Alex, wie gewohnt einmal um dein Statement zum Spiel bitten. Ja, ich glaube, wir haben ein sehr intensives Spiel gesehen gegen einen, wie erwartet, sehr starken HSV. Sehr spielstark, technisch gut. Ja, wir haben uns gut vorbereitet, aber im Reellen ist es halt dann doch immer ein bisschen anders. Wir hatten in der ersten Halbzeit Probleme mit dem Überladen der Seite, speziell der linken Hamburger Seite. So fiel ja dann auch das 1-0, ja, weil wir da einfach eine Sache taktisch nicht so gut gelöst haben. Ja, wir haben nicht so gut durchgesichert. Der Spieler kam frei quasi zur Hereingabe, zum Flanken. Und in der Mitte dann war man halt auch nicht so auf dem Posten. Und war dann das 1-0. Ich muss sagen, erste Halbzeit hat uns der Kevin Broll dann, unser Torwart, auch im Spiel gehalten. Ja, es war nicht einfach, diese Angriffswellen zu verteidigen. Ja, HSV war halt einfach sehr ballsicher. Und wir haben etwas zu wenig Entlastung gehabt nach vorne. Wir haben die Bälle zu schnell hergeschenkt, obwohl wir die ein oder andere Situation wirklich spielerisch sehr gut gelöst haben. Aber im letzten Drittel waren wir dann einfach nicht konsequent genug, nicht präzise genug. Ja, dann haben wir in der Halbzeit, haben wir es einfach, beziehungsweise gegen Ende der ersten Halbzeit, haben wir die Sache taktisch etwas korrigiert. Das heißt, wir haben die Außenbahnen besser in den Griff bekommen, ja, wir haben besser durchgesichert, wir haben besser vorwärts verteidigt und hat man einfach gemerkt, okay, da kommen wir dann besser ins Spiel, ja, wenn wir quasi ein HSV so unter Druck setzen. Hatten dann speziell in der zweiten Halbzeit gute Ballgewinne, hohe Ballgewinne. Und mit zunehmender Spieldauer hat unsere Mannschaft gemerkt, dass was möglich ist. Ja. Und es war dann eine Standardsituation. Tim Knipping, ja, der einfach sehr kopfballstark ist, hat dann den Ausgleich erzielt. Insgesamt glaube ich, erste Halbzeit klar an HSV. Zweite Halbzeit haben wir sehr gut mitgespielt, haben auch sehr gute Chancen gehabt auf ein zweites Tor, wenn wir es etwas besser rausspielen. Unterm Strich für mich ein verdientes Unentschieden aus unserer Sicht und muss einfach hier wiederholen, mich Woche für Woche. Ich bin super stolz auf die Mannschaft, aber heute einfach noch ein bisschen stolzer wie die letzten Male, weil sie wirklich bis zur letzten Sekunde sich in jeden Zweikampf reingeknallt hat. Und ja, das macht mich stolz und ich glaube, Dresden kann auf die Mannschaft stolz sein. Alex, danke dir bis hierhin erstmal. Jetzt ist Zeit für Ihre und eure Fragen. Den Anfang macht Tim Schlegel von der Bild Dresden. Herr Schmidt? Ja. Recht herzlichen Glückwunsch zum 8. Spiel ohne Niederlage in Folge. Damit hat Ihnen die Mannschaft, sie hat Sie nicht nur stolz gemacht, sondern sie hat Ihnen als Trainer einen neuen Rekord geschenkt. Wie gehen Sie damit um? Was bedeutet Ihnen das? Man hat das ja nicht alle Tage, dass man 8-mal hintereinander im Profifußball ungeschlagen bleibt. Ja gut, die Serie ist jetzt für mich unwichtig. Ja, wichtig ist einfach, dass wir die Mannschaft weiterentwickeln. Ja, wir haben heute wieder 5 Wechsel gehabt, ja, relativ zeitig. Ja, ich glaube, unsere Spieler spüren, ja, dass sie für gute Trainingsleistung belohnt werden, dass wir hier kein Gefälle haben, ja, dass jeder wichtig ist. Und das Kompliment gebe ich gerne an die Mannschaft weiter, ob es jetzt bei mir 8, 9, sonst was Serien sind, das interessiert mich jetzt eigentlich wenig. Mich macht es einfach stolz, wenn man heute jetzt bei einem starken HSV, ja, der wirklich mit individueller Klasse super gespickt ist, man sieht es ja in den ganzen Aktionen, was da abläuft, was da für Angriffswellen kommen, wie präzise das technisch ist. Die Spielphilosophie ist natürlich schwer zu verteidigen, aber genau das sind die Gründe, warum ich heute einfach sehr zufrieden bin mit der Mannschaft, weil sie es speziell in der zweiten Halbzeit super gelöst haben. Wenn es keine Nachfrage gibt von Tim Schlegel. Ich hätte noch eine Frage. Sie haben es angesprochen. Kevin Broll hat überragend gehalten. Inwieweit gibt das natürlich auch der Mannschaft Sicherheit, dass man, wenn es darauf ankommt, so ein Mann hinten dran, der eben auch mal so einen Punkt festhalten kann?
Ja, ich glaube, alle in Dresden wissen ja, was der Kevin zu leisten imstande ist. Er holt dann mal einen Kannball raus. Ja. Ich sage mal, Kannball, den kann er halten, muss er aber nicht halten. Den holt er halt dann mal raus. Und das hat er heute einfach wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und ja, Kevin ist ein klasse Mann, Topmann. Dann machen wir weiter mit Daniel Klein von der Sächsischen Zeitung. Jetzt, Herr Schmidt, jetzt zu verstehen? Ja, servus. Ja, servus, hallo. Nochmal eine Frage zur ersten Halbzeit. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Ihre Mannschaft sehr früh gestört hat, sehr früh angelaufen ist und dem HSV es gelungen ist, sich immer wieder aus dieser Umklammerung zu lösen und dann viel Platz hatte, viel Raum hatte. War das vielleicht auch ein Grund für die Dominanz des HSV in der ersten Halbzeit? Ehrlich gesagt sind wir gar nicht so hoch angelaufen wie bisher. Also wir sind eher im Mittelfeld angelaufen, ja, weil wir eben gewusst haben, dass der HSV sehr, sehr, sehr spielstark ist, vor allem einfach auch mit einem spielstarken Torwart und immer wieder diesen Backup hat, ja, zum Zurückspielen. Also zweite Halbzeit sind wir dann höher angelaufen. Erste Halbzeit ja, war einfach auch schwierig für uns, wie man so oft sagt. Ja, man nimmt sich das vor und man geht alles durch und plant alles, ja, die Positionswechsel und so weiter. Aber wie es halt dann einfach immer reell auf dem Platz aussieht, wenn man das Ganze spürt dann als Spieler, ist halt einfach nochmal eine andere Sache. Und wie gesagt, ja, Kevin hat uns da im Spiel gehalten. Erste Halbzeit waren wir jetzt nicht so zufrieden. Zweite Halbzeit, muss ich sagen, haben wir es dann etwas besser gemacht mit dem Durchsichern der Kette, mit dem Vorwärtsverteidigen. Und da haben wir im HSV schon phasenweise Probleme bereitet und hatten mehrere hohe Ballgewinne. Wenn wir das besser ausspielen, dann hätten wir noch ein zweites Tor schießen können. Dirk Löppelt von der Dresdner Morgenpost macht weiter. So, ja, bin ich zu hören, hallo. Ja? Hallo, gut. Ja, super. Herr Schmidt, erstmal Glückwunsch zum Punkt natürlich. Ihre eigene Serie ist Ihnen nicht so viel wert, aber was sind Ihnen denn die 4 Punkte nach den 2 Spielen wert? Kann man ja doch durchaus von einem gelungenen Start erstmal sprechen, oder? Ja, mir ist es sehr viel wert, vor allem, weil die Mannschaft einfach auch die Prinzipien immer besser umsetzt. Ja, sie sind sehr intensiv, ja, jeder arbeitet gut gegen den Ball. Es gibt kein Alibi-Angelaufe, jeder haut sich in jeden Zweikampf rein, weiß ganz genau, dass wir das nicht durchgehen lassen. Irgendwelche, sagen wir mal, ja, Laufwege, die dann einfach nicht gemacht werden, jeder ist konzentriert. Und natürlich muss man auch in so einem Spiel wie heute in der einen oder anderen Situation etwas Spielglück haben. Aber ich sag's nochmal, ja, mit ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit vorne hätten wir vielleicht dann sogar ein zweites Tor schießen können, was aber natürlich jetzt für das Spiel jetzt ungerecht dann gewesen wäre vielleicht. Ja, also ich finde, es war ein leistungsgerechtes Unentschieden. Dann geht's weiter mit Jens Maßlich, dpa. Herzlich natürlich auch von mir Glückwunsch zum Punkt. Hallo. Das Spiel hat sicherlich viel Kraft gekostet. Wenn wir jetzt in die nächste Woche schauen, da kommt Freitag dann schon das Pokalspiel. Wie sehen denn die nächsten Tage jetzt aus? Ich glaube, hier ist kein Problem. Ja, unsere Mannschaft ist jung und wird auch schnell wieder regenerieren. Sehe ich jetzt kein großes Problem. Also. Regeneration natürlich, ja, gute Trainingssteuerung, aber bis Freitag sind wir wieder fit. Frage beantwortet. Sehr gut. Weiter geht's mit Lukas Böhme vom Kicker. Hallo Herr Schmidt, Grüße aus Dresden. Hallo. In den letzten 5 Minuten, als der HSV nochmal doll Druck gemacht hat, hat man immer wieder gesehen, dass sich zum Beispiel Michael Solbauer oder auch Tim Knipping mit dem Zeigefinger so ein bisschen an den Kopf gefasst haben und den Jungs quasi so signalisieren wollten, so habe ich es zumindest gesehen, Jungs, es kommt jetzt vor allem auf den Kopf drauf an. Ist das vielleicht auch etwas, was Sie in der Halbzeit nochmal angesprochen haben, wo Sie gesagt haben, Jungs, wir können das, es geht jetzt nur darum, den Kopf klar zu bekommen und das dann aufs Spielfeld zu bringen? Ja, das gilt für jedes Spiel. Ja. Ich muss einfach in der Liga, wir sind Aufsteiger, wir haben eine junge Mannschaft, ich muss 90 Minuten die Antenne oben haben oder wie man gestern bei Düsseldorf gesehen hat, vielleicht 99 Minuten, muss ich die Antenne oben haben, konzentriert sein. Ja, ich glaube, jeder hat gesehen, dass der HSV in jeder Sekunde der Nachspielzeit nochmal den letzten Punch oder das 2-1 hätte schießen können. Von daher wäre es halt extrem ärgerlich gewesen, wenn wir uns nicht belohnt hätten.
Und das haben sie mit Bravour gemacht und haben es, glaube ich, auch selber auf dem Platz gespürt, dass das einfach jede Aktion kann jetzt entscheidend sein. Ja. Aber wir haben versucht, weiterhin höher anzulaufen, was, glaube ich, dann auch ein Schlüssel ist. Es ist uns nicht immer gelungen. Aber wie gesagt, ja, die Mannschaft hat es sehr gut gemacht und extreme Laufleistung, was ich so gesehen habe, was man schon an den Daten erkennt. Alex, vielen Dank dir, denn damit sind alle Fragen beantwortet. Danke für das Interesse und wir übergeben an die Kollegen vom HSV. Danke. Moin und hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil der PK nach unserem Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Endstand 1:1. Bei mir ist unser Cheftrainer Tim Walter. Und Tim, ich würde dich einmal bitten, kurzes Fazit zum Spiel zu geben. Ja, ich glaube, dass wir sehr, sehr viel vom Spiel hatten in der ersten Halbzeit, dass wir gerade in der ersten Halbzeit extrem viele Torchancen hatten, uns dafür leider nicht belohnt haben. Ja, weil mir letztendlich dann auch so die letzte Gier gefehlt hat, unbedingt das Tor machen zu wollen. Haben nicht viel zugelassen, haben aber trotzdem auch noch Konterchancen liegen lassen, die wir über das komplette Spiel einfach schlecht ausgespielt haben, die Konterchancen. Ja, und dann lässt du natürlich einen Gegner am Leben und das Spiel besteht aus Ecken. Auf dem Bolzplatz spielt man so gern drei Ecken, ein Elfer. Ja, und die hatten auch drei Ecken, einer davon war drin. Dann ist es extrem bitter, aber wir wissen, dass ein Spiel einfach mit Standards auch erfolgreich sein kann. Wir hatten ein bisschen Probleme, zweite Halbzeit, weil uns so ein bisschen auch der Mut gefehlt hat, noch mehr Fußball zu spielen. Ja, das bisschen erste Welle, die angelaufen sind, dann noch besser aufzuspielen, haben dann die Konterchancen nicht gut zu Ende gespielt. Dadurch kam es ständig in Umschaltbewegungen, das ist für uns tödlich. Ja, und mit dem Ausfall dann von Jonas war es natürlich für uns nochmal schwieriger. Aber insgesamt bis zum Ende haben die Jungs probiert, Tore zu erzielen. Genau das gefällt mir auch, dass sie immer weitermachen, dass sie nie aufhören, dass sie echt extrem viel investieren. Das macht richtig Bock, mit den Jungs zu arbeiten. Und dass wir uns dafür heute nicht belohnt haben, das ist einfach nochmal ein Schritt in unserer Entwicklung, den wir weitergehen müssen. Und trotzdem glaube ich auch, dass Dresden wirklich mit aller Leidenschaft und Macht verteidigt hat. Und darum haben sie sich dann vielleicht letztendlich auch den Punkt verdient. Danke. Danke dir, Tim. Dann kommen wir zu den Fragen. Und Roland Karl von HL Sports macht den Anfang. Ja, moin, moin, Herr Walter, hallo. Sie sprachen gerade von investieren. Ich habe da so eine Investitionspause in der zweiten Halbzeit gesehen, von Beginn an bis so ungefähr eine Viertelstunde vor Schluss. Was haben Sie in der Halbzeit der Mannschaft gesagt? Ja, ich habe Ihnen Baldrian in den Tee rein, dass Sie dann aufhören, Fußball zu spielen, klar. Dass wir einfach weiterspielen wollen, aufs nächste Tor gehen wollen. Wie gesagt, die Konter, die wir hatten, gerade über Bakka zwei, dreimal, über Bobby, die haben wir einfach nicht so ausgespielt, dass dann ein Abstoß oder ein Abschluss da war. Und wie ich es bereits ansprach, dann kommst du in Umschaltmomente und das ist genau das Spiel von anderen Mannschaften, ja, dass sie uns aus der Ordnung ein bisschen rausziehen können. Wir schieben nicht gut nach, sind nicht für die zweiten Bälle da. Und dann kann der Gegner eine Viertelstunde auch mal ein bisschen besser ins Spiel kommen. Aber das sind so Phasen im Spiel, aber außer Standardsituationen habe ich nicht viel gesehen. Thomas Höhner von der Süddeutschen Zeitung mit der nächsten Frage. Ja, hallo Herr Walter. In der ersten Halbzeit hat es ja wirklich sehr schön ausgesehen. Auch das Publikum fand es, glaube ich, ganz gut. So kam es zumindest rüber. Wie nah dran war denn die erste halbe Stunde denn an dem Fußball, wie Sie ihn sich in der Idealvorstellung vorstellen? Ja, wir brauchen schon das ganze Spiel. Wenn das Spiel immer nur eine Halbzeit wäre, dann wäre das toll. Aber vielleicht brauchen wir auch mal die zweite Halbzeit, um wieder zurückzukommen, so wie letzte Woche auf Schalke. Ich finde, dass wir es über das komplette Spiel annähernd gut gemacht haben. Wie gesagt, wir haben eine Viertelstunde so gebraucht, auch durch den Ausfall von Jonas, dass wir da ein bisschen die Ordnung verloren haben, weil er ordnet sowohl hinten als auch vorne so ein bisschen das Spiel und dann kommt genau in diese Phase eine Standardsituation. Das war für uns ein bisschen blöd, aber trotzdem, die Jungs haben es sehr gut gemacht. Ich bin echt zufrieden mit meiner Mannschaft, leider nicht mit dem Ergebnis. Henrik Jacobs vom Hamburger Abendblatt macht weiter.
Und Herr Walter, Sie haben die Szene ja mit Jonas Meffert eben schon angesprochen. Haben Sie ihn schon gesehen jetzt nach dem Spiel? Wie geht es ihm und wie haben Sie diese Szene bewertet? Waren Sie... Bewerten möchte ich das gar nicht. Ich bin zum Glück kein Schiedsrichter, der das dann auch bewerten muss in der Situation. Ich sehe nur, ob Jonas gut geht oder schlecht geht. Ihm geht's okay. Florian Rebin von der Mopo als nächster. Hallo Herr Walter, eine etwas nicht sportliche Frage. Für Sie war es ja das erste Heimspiel hier im Volkspark und dann waren auch noch 17.100 Zuschauer dabei. Wie hat Ihnen das gefallen? Wie haben Sie die Fans auf den Tribünen erlebt und wie froh sind Sie, dass es wieder mit Fans Fußball gibt? Ja, ich glaube in jeder Situation und in jedem Moment des Spiels einfach nur positiv, immer voll dabei. Die haben gewusst, ja, dass sie uns anfeuern müssen nach dem 1-1. Das haben sie auch grandios getan, waren immer da. Uns macht einfach Spaß dann auch auf mehr. Und ich hoffe, dass die nächsten Spiele genauso werden, weil wir werden alles versuchen, um unsere Fans auch mitzureißen. Dann gucke ich mal, Henrik Jacobs hat nochmal eine Frage. Ja, ich hätte eine Frage zu Ludovit Reis. Eines der Vorhaben war ja, dass er hier auch torgefährlicher wird beim HSV. Das hat jetzt von Anfang an gut geklappt. Wie haben Sie ihn gesehen heute? Er musste dann irgendwann raus. Waren die Kräfte dann weg oder was war der Grund? Ja, ist so, weil unsere Achter extrem viel laufen. Ja, extrem viel immer auf dem Sprung sind, auch nach außen oder nach innen. Deswegen war dann irgendwann, brauchst du frisches Blut, wenn dann auch in der zweiten Halbzeit so ein paar Situationen dann nicht so genau passen, wenn du dann müde wirst, dann schaffst du es vom Kopf auch nicht mehr da dran zu sein und deswegen haben wir da frischen Wind gebraucht. Dann sehe ich keine weiteren Fragen, bedanke mich für das Interesse, wünsche unseren Gästen aus Dresden noch eine gute Heimreise und allen anderen dann einen guten Start in die Woche.